Welche Geburtsjahrgänge dürfen aktuell noch im Jahr 2024 vor dem 67. Lebensjahr in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, es geht wieder mal um unsere beiden Altersrenten, nämlich die Altersrente für langjährig Versicherte. Das, wir können die auch ruhig nennen, Altersrente nach 35 Versicherungsjahren. Und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Steigen wir einfach mal ein in die Altersrente für langjährig Versicherte oder Altersrente nach 35 Versicherungsjahren. Wenn Sie also 35 Jahre anrechenbare Wartezeit in der Rentenversicherung haben, profitieren Sie dann von der Altersrente für langjährig Versicherte. Alle Versicherten der Geburtsjahrgänge 1949 bis 1963 können noch vor ihrem 67. Lebensjahr ohne Abschläge in diese Altersrente gehen, also in die Altersrente für langjährig Versicherte ohne Abschläge vor dem 67. Lebensjahr. Das Renteneintrittsalter für den regulären Beginn, also den abschlagsfreien Beginn, der wird stufenweise angehoben. Und für alle diejenigen, die 1964 oder danach geboren wurden, gibt es dann nur noch den regulären Renteneintritt, auch mit 35 Versicherungsjahren, mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Sie können natürlich diese Altersrente nach den gesetzlichen Vorschriften auch schon früher in Anspruch nehmen, nämlich frühestmöglich mit Vollendung des 63. Lebensjahres. Dann bekommen Sie natürlich, wenn Sie 1964 geboren worden sind, die Höchststrafe 14,4% Abschlag. Für jeden Monat, den Sie vorzeitig in Rente gehen, werden Ihnen 0,3 Prozentpunkte von Ihrer Rente abgezogen. Ein solcher Abschlag, wenn Sie den einmal haben, in einer beantragten und bewilligten Rente, bleibt für Sie ein Leben lang bestehen. Also, so ist die Rechtslage bei der Altersrente für langjährig Versicherte. Welche Zeiten werden für die 35 Jahre berücksichtigt? Für die Berechnung der 35 Jahre werden alle Monate zusammengerechnet, in denen Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren. Das sind zum Beispiel Beiträge aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit, unter bestimmten Voraussetzungen auch Kalendermonate, in denen Sie Krankengeld, Arbeitslosengeld 2 oder Übergangsgeld bezogen haben, freiwillige Beiträge, die Sie gezahlt haben, Kindererziehungszeiten, 2,5 Jahre oder 3 Jahre, je nachdem, wann die Kinder geboren worden sind, Monate der nicht erwerbsmäßigen Pflege, Monate aus einem Versorgungsausgleich bei Scheidung, Beiträge für Minijobs, die Sie zusammen mit Ihrem Arbeitgeber gezahlt haben, Beiträge für Minijobs, die Ihr Arbeitgeber alleine gezahlt hat. Monate aus einem Rentensplitting unter Ehegatten, Ersatzzeiten, politische Verfolgung in der DDR, Anrechnungszeiten, in denen Sie aus persönlichen Gründen keine Rentenversicherungsbeiträge zahlen konnten, wegen Krankheit, Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit, Schulbildung und Studium. Selbstverständlich auch die sogenannten Zurechnungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten, ganz wichtige Zeiten für die Wartezeit 35 Jahre. Also Sie sehen, da ist sozusagen für die Altersrente für langjährig Versicherte doch alles relativ klar und eindeutig geregelt. Steigen wir jetzt mal in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte um, die Sie auch noch vor dem 67. Lebensjahr erreichen können. Wir nennen sie jetzt einfach mal Altersrente nach 45 Jahren Wartezeit. Nach einer Versicherungszeit von 45 Jahren können Sie grundsätzlich früher in Rente gehen, also eine vorgezogene Altersrente nehmen. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird oft noch Rente mit 63 genannt, weil sie letzten Endes für die Geburtsjahrgänge von 1953 ohne Abschläge mit 63 damals noch ab 1.7.2014 möglich waren. Das gibt es aber jetzt nicht mehr. Das heißt also, die Geburtsjahrgänge von 1953 bis 1963, die da geboren worden sind, da wird das Renteneintrittsalter für diese Altersrente, für diese spezielle Altersrente schrittweise angehoben. Damit verschiebt sich natürlich auch das Eintrittsalter mit dem Geburtsjahr, also mit dem späteren Geburtsjahrgang nach 1952 immer mehr nach oben. Wenn Sie 1964 geboren wurden oder später, können Sie grundsätzlich erstmals nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres
die Altersrente für besonders langjährig Versicherte einsteigen. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, meine Damen und Herren, können Sie grundsätzlich nicht vorzeitig erhalten. Die gibt es nur regulär. Bitte nicht vergessen. Aber die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es eben vor der Regelaltersrente. Das heißt also, der Zeitraum, den Sie vor der Regelaltersrente die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten, zahlen Sie keine Beiträge ein. Das heißt also im Wesentlichen, dass die Altersrente für besonders langjährig Versicherte unter gleichbleibenden Bedingungen der Zahlung von Beschäftigungsleistungen und Beiträgen hieraus in die Rentenkasse dann niedriger ausfällt als eine Regelaltersrente. Welche Zeiten werden für die 45 Jahre berücksichtigt? Das ist ein bisschen weniger als bei den Zeiten für die 35 Jahre, und zwar Pflichtbeiträge für eine Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit. Selbstverständlich auch versicherungspflichtige Minijobs fallen darunter. Pflichtbeiträge und Berücksichtigungszeit für die Erziehung eines Kindes. Berücksichtigungszeit bis zum 10. bis zum 10. Geburtstag des Kindes. Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege, Wehr- und Zivildienstpflichtzeiten, Pflichtbeiträge oder Anrechnungszeiten wegen Bezugs von Sozialleistungen, also zum Beispiel Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Aber Arbeitslosengeld wird grundsätzlich nur, das kann ich also immer nur wiederholen und das werde ich auch ständig wiederholen, in den letzten 2 Jahren vor Rentenbeginn nur dann berücksichtigt, wenn die Leistungen wegen Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt und gezahlt wurden. Ersatzzeiten wiederum, politische Verfolgung aus der DDR. Freiwillige Beitragszeiten zählen grundsätzlich nur dann mit, wenn mindestens 18 Jahre Pflichtbeitragszeiten zusammen vorliegen. Was zählt nicht in die 45 Jahre? Und das ist eigentlich das Entscheidende. Pflichtbeiträge, die wegen Bezugs von Arbeitslosengeld II, Hartz IV genannt, oder Arbeitslosenhilfe gezahlt wurden. Bürgergeldzeiten fallen da auch nicht runter. Zeiten aus einem Versorgungsausgleich nach Scheidung zählen da nicht mit runter. Zeiten aus einem Rentensplitting unter Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerschaften zählt auch nicht mit rein. Anrechnungszeiten, aus denen Sie aus persönlichen Gründen keine Beiträge zahlen konnten, wie zum Beispiel wegen Krankheit, Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit, Schulausbildung, Studium und auch, bitte nicht vergessen, die Zurechnungszeiten. Die Zurechnungszeiten zählen nicht als Wartezeit für die 45 Jahre. Bitte beachten Sie aber auch hier nochmal, wenn Sie in den letzten 2 Jahren vor Rentenbeginn Arbeitslosengeld bekommen, zählen diese Zeiten im Grundsatz nicht mit in die Wartezeit der 45 Jahre, außer wiederum die Ausnahme, wenn die Arbeitslosigkeit auf einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers beruht. Meine Damen und Herren, das sind sozusagen die beiden klassischen Rentenarten, die wir heute in diesem Video betrachten wollten. Sie können diese Rentenarten, zum einen die Altersrente für langjährig Versicherte mit den Geburtsjahrgängen bis 1963 noch vor dem 67. Lebensjahr regulär erreichen und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit den Geburtsjahrgängen vor 1964 noch vor dem 65. Lebensjahr mit den Geburtsjahrgängen nach 1964 dann mit dem 65. Lebensjahr. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und eine schöne Osterzeit. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.